Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen, wir sind hier in der Küche vom Restaurant Schmokenberg hier in Havelberg und wir wollen heute ein schönes Gericht für Sie zaubern. Dort haben wir nämlich ein schönes Vecchio-Steak heute für Sie vorbereitet, wo wir ein getrüffeltes Kartoffelpüree zumachen und ein Gemüsemosaik. Das Stück Roastbeef haben wir frisch von unserem Züchter hier aus Kulhausen, das ist hier in der Nähe, eine Ortschaft, die erzüchtet ganze Tiere und wir haben heute ein Stück vom Rücken. Das ist jetzt so ein gutes Kilo und da werde ich noch ein bisschen abparieren, weil noch ein paar Sehnen dran sind, die wollen wir ja nicht mitessen. So viel brauchen wir aber gar nicht wegschneiden, weil hier oben der Fettmantel, der bringt natürlich noch ein bisschen Geschmack. Und das schneiden wir uns jetzt für eine Person, eine gute Scheibe. Kann ruhig 300 Gramm haben. Die Pfanne machen wir schon mal schön heiß. Da kommt ein gutes Öl, in dem Fall ein Olivenöl. Und immer darauf achten, dass sie schön heiß ist. Ich würze es jetzt noch nicht, das mache ich dann nachträglich. Wir wollen ja nicht, dass jetzt die Gewürze das Wasser rausziehen. Nicht ins Fleisch reinstechen, das wollen wir nicht, dass der Fleischsaft da schon rausgeht, sondern einfach nur schön scharf anbraten. Schön von allen Seiten. Ein schönes Stück. Dann machen wir noch ein bisschen eine Butterflocke drauf. Ich habe noch ein bisschen Knoblauch. Alles für den Geschmack. Ein bisschen Knoblauchzehe mit drauf gesetzt. Und dann können wir das auch schon in den Ofen schieben. Und das Besondere ist hier, den habe ich jetzt auf 80 Grad vorgeheizt. Und nicht auf 180 oder 200 Grad, sondern wir wollen jetzt Niedrigtemperatur garen. Dann braucht es ein bisschen länger, so 15 bis 20 Minuten. Aber in der Zeit können wir uns ja auch jetzt so um das Püree, um das Gemüsemosaik kümmern. Das kann man alles in den 20 Minuten machen, damit dann alles relativ gleichzeitig fertig ist. Wir bereiten hier das Gemüsemosaik zu. In dem Fall haben wir einfach den Lauch und unser Gemüse blanchiert. Wir verwenden dafür Kohlrabi, Steckrübe und Karotten. Die legt man einfach auf den trocken getupften Lauch. Das ist sehr wichtig, dass man den trocken tupft. Im Anschluss legen wir dann einfach das Gemüse immer schön in einer Reihenfolge aufeinander, so dass wir ein gleichmäßiges Schnittbild erhalten, wenn wir den Lauch eindrehen. Hierzu klappen wir erstmal den Lauch einmal an das Gemüse ran. Hierbei ist wichtig, dass man es schön festhält und zusammendrückt, dass die Konsistenz nachher einfach stimmt. Ja. Den Lauch schön umschlagen und immer schön straff halten. Jetzt haben wir hier so eine schöne Rolle, man kann da auch gerne dran ziehen. Die Überstände schneiden wir hier einfach gerade ab. So haben wir eine schöne Schnittfläche. Und dann können wir hier schon unser fertiges Mosaik präsentieren. Zum Heißmachen machen wir nachher einfach nochmal eine Butterflocke rauf, schieben die kurz 2-3 Minuten zum Fleisch in den Ofen und dann sind wir damit auch schon wieder fertig. Für das Püree nehme ich ganz normal ein bisschen Sahne. Mache da auch wieder eine schöne Menge Butter, das gibt Geschmack. So, dann nehmen wir mal die Kartoffeln, die sind jetzt schön ausgedämpft, kein Wasser mehr drin. Bei den Kartoffeln habe ich jetzt nur ganz normal Salz im Kochwasser drin. Wir geben jetzt noch nachträglich ein paar Gewürze dazu. Das reicht jetzt für die Portion. Da machen wir jetzt ein bisschen Salz aus der Mühle, ein bisschen Pfeffer und ein kleines bisschen Muskat. Ist immer gut für eine Kartoffel. So, und meine Sahne-Butter-Mischung, die muss eigentlich nur einmal kurz heiß werden, dass die Butter sich auflöst. So, sehr schön, das reicht.
nehmen wir immer Stück für Stück, nicht gleich alles auf einmal. Nicht, dass es nachher zu flüssig wird. Wir wollen ja ein schönes, cremiges Püree haben. Ja, ein klein bisschen kann noch. Ja, das sieht schon gut aus. Und jetzt kommt ja unser kleiner Pfiff dazu. Vom weißen Trüffel eine kleine Creme dazu. Die kriegen Sie ganz normal zu kaufen. Da muss man jetzt nicht selber machen. Das ist gutes Produkt. Und ein Schuss Trüffelöl. Nicht ganz so viel, sonst schmeckt man nachher nicht die Kartoffel, sondern nur den reinen Trüffel. Das wollen wir ja auch nicht. So, dann können wir nämlich gleich anrichten. Ich schaue mal nach meinem Rind. Ich denke, das wird Medium sein. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Setzen wir schön auf den Teller noch ein bisschen den Knoblauch. Wunderbar. Schön das Püree ein bisschen drapieren. Wir wollen ja auch, dass es nett aussieht. Ja, schön bunt. Passend zur Buga-Zeit jetzt. Können wir auch gleich noch mal ein bisschen dekorieren mit etwas Blüten. Schöne japanische Kresse. Das Auge ist ja immer bekanntlich mit. Und wir haben ja jetzt das Fleisch vorher noch nicht gewürzt gehabt. So, das werden wir nämlich jetzt tun. Schön mit grobem Pfeffer ein bisschen rüber. Salz. Und dann habe ich jetzt hier noch von den Knochen. Wir haben ja den ganzen Rücken gehabt von unserem Züchter. Und da verwenden wir natürlich die Knochen schön, um eine Soße zu ziehen. Ganz normal mit Knochen angesetzt, Röstgemüse, Tomatenmark abgelöscht mit einer schönen Fleischbrühe und Rotwein. Und dann natürlich schön über 3-4 Stunden kochen lassen. Und da kommt eine schöne dunkle Soße bei raus. Wunderbar, sehr lecker. Und wir haben hier ja noch schöne Gerichte, außer dem Steak vom Vecchio. Wir haben noch ein Carpaccio als kalte Vorspeise, schön mit Pinienkerne und Parmesan. Und hier unser Hausburger, auch mit einem Hack aus dem Vecchio gemacht, mit bunten Salat, gerade jetzt zur Frühlingszeit, ganz lecker. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen und unsere köstlichen Vecchio-Gerichte probieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de